Und was noch? Was taten Sie sonst noch? Albert schickte mir ununterbrochen Nachrichten, dass er kommen wolle, um zu reden. Und als er ankam, da... Er hatte immer weiter Nachrichten geschrieben. Da machte ich diese Tür auf und sah, wie er gerade über den Zaun sprang, an der niedrigsten Stelle. Er kam auf mich zu, ein Tuch vor dem Gesicht, Handschuhe, ein Rucksack. Er hatte eine Axt und hob sein Hemd hoch, um mir die Pistole zu zeigen. Das ist doch nicht normal. Er hat sie mir nicht an die Stirn gedrückt. Er hat sie nicht gezogen, aber er hatte eine Waffe. Und das hatte die gleiche Wirkung auf mich, als wenn er sie auf mich gerichtet hätte. Er sagte, gib mir dein Handy, los, gib her. Ich warf das Handy auf den Boden und rannte nach oben. Oben habe ich die Tür abgeschlossen. In diesem Moment hörte ich laute Schläge.